Ralfs Lammragout. Benötigte Zutaten für ca. 3 Portionen sind 500 Gramm in Würfel geschnittene Lammschulter, 500 Gramm Zwiebel, ca. 300 ml brauner Fond oder Wasser, 1 Achtel Liter Rotwein, 1 Esslöffel Tomatenmark, Wurzelgemüse 200 Gramm. In diesem Fall besteht sie aus Karotten, gelber Rüben und Sellerie. Zum Würzen Salz, Knoblauch, Pfeffer, Majoran, Thymian und eventuell zum Binden glattes Mehl. Weiters brauchen wir zum Anbraten entweder Pflanzenöl oder Olivenöl. Das geschnittene Lammfleisch entweder auf ein großes Brett geben oder auf einen großen Teller schön verteilen, dass wir es gut würzen können. Das Fleisch wird kräftig gesalzen. Pfeffer. Majoran. Thymian. Und gepresster Knoblauch oder Knoblauchpaste. Alles mischen wir jetzt gut durch. Das Fleisch wird im heißen Öl angebraten. Ich verwende Olivenöl. Wir braten scharf an. Das heißt, wir wollen schöne Farbe beim Braten haben. Auf allen vier Seiten anbraten, also immer gut umrühren und schön anbraten. Während das Fleisch anbratet, wird der Zwiebel klein geschnitten. Wenn das Fleisch scharf angebraten ist, nehmen wir das Fleisch wieder aus dem Topf. Geben wieder Öl dazu. Und braten den Zwiebel goldbraun an. Das wird jetzt einfach verdauern, da muss man aber aufpassen, dass es nicht anbrennt. Wurzelgemüse wird in Würfel geschnitten. Jetzt können wir auch das Wurzelgemüse in den Topf geben. Das löst man auch ein bisschen mit. Den Tomatenmark dazu. Tomatenmark kurz anrösten. Wenn das Tomatenmark etwas angeröstet ist, löschen wir mit Rotwein ab. Den Rotwein lassen wir fast ganz runterkochen. So, jetzt ist der Rotwein verkocht. Jetzt können wir mit dem braunen Fond aufkochen.
bringen wir jetzt zum Kochen und wenn das Ganze kocht, kommt das Fleisch wieder zurück hinein. Kocht unser Ragu-Ansatz, jetzt können wir das Fleisch dazugeben, umrühren, Deckel drauf und geschlossen ungefähr 45 Minuten weich dünsten. Wichtig ist, dass man aber trotzdem immer wieder umrührt und schaut, dass nicht anbrennt. Jetzt ist unser Fleisch im Lammragout weich. Das tun wir jetzt noch ein bisschen abbinden. Dazu machen wir uns ein Rotwein-Mehlteigerl. Dazu geben wir ein bisschen an Rotwein in der Schüssel. Dann geben wir ein bisschen Wasser dazu. Die Menge ist jetzt vorerst egal, weil wir nicht wissen, wie viel Mehlteig wir für unsere Soße brauchen. Das geben wir dann löffelweise nach und nach rein und schauen uns dann erst an. Wenn da ein bisschen was überbleibt von unseren Mehlteig, ist das auch kein Problem. Rühren das einmal schön glatt, dass wir ja keine Bröckeln haben. Das kann ruhig flüssig sein. Ich gebe jetzt noch einen Löffel dazu. Das ist dann beim Binden einfacher. Jetzt träufeln wir langsam da diesen Mehlteigansatz zum Ragout dazu. Fangen wir mal an so mit so zwei Esslöffeln. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, man sieht das recht gut. Sie wird jetzt schon ein bisschen sämiger, die Sauce. Das müssen wir jetzt ein bisschen kurz kochen lassen, dass wir sehen, ob es passt oder nicht. Oder noch, ob wir noch ein bisschen brauchen. Ja, ein bisschen gebe ich noch dazu. Ja, jetzt passt das wunderbar. Lassen wir das Ganze jetzt noch eine Minute kochen, wegen dem Mehlgeschmack. So, jetzt schmecken wir noch einmal ab. Ein bisschen tue ich noch nachsalzen. Und nachpfeffern. Unser Ragout. Als Beilage eignet sich zu dem Lammragout optimal eventuell ein Erdäpfelknödel, Erdäpfelnudeln, auch ein Semmelknödel würde passen, normale Nudeln. Durchstöbert ein wenig meine Videos, dann werdet ihr schon die passende Beilage zum Lammragout finden.